Im Dezember 1936 hat die Wehrmachtsleitung mit dem Krupp-Konzern einen Vertrag abgeschlossen für die Fertigung von 35 Panzer, die als Begleitwagen bezeichnet wurden. Der Name sollte Programm sein und die Maschine war als Unterstützungspanzer gedacht. Als Hauptziele für die neuen Panzer wurden Infanterie und leichte Befestigungen bestimmt. Doch bereits am Anfang des Zweiten Weltkrieges wurde diese Maschine zum zahlreichsten Vertreter der Panzerwaffe. Etwas später überholte der Panzerkampfwagen 3 stückzahlmäßig den Begleitwagen, auch Panzerkampfwagen 4 genannt. Doch bereits 1943 kam der Panzerkampfwagen 4 wieder an die Spitze. Als einziger deutscher Panzer aus der Vorkriegsentwicklung, dessen Fahrwerk niemals grundsätzlich überarbeitet wurde. Die Erprobung der ersten gebauten Muster hatte gezeigt, dass die Konstruktion noch durch viele kleinere Änderungen verbessert werden kann. Doch außer diesen kleinen Änderungen wurde der Serienpanzer fast genauso wie das Testmuster BW1 KP gebaut. Das Gesamtkonzept war gelungen und erforderte keine weiteren Änderungen. Trotz konzeptueller Gleichheit blieben die Fahrzeuge der ersten Serie BW, die eine offizielle Bezeichnung Panzerkampfwagen 4 Ausführung A bekamen, an nur 7 Montagegruppen und Teilen unberührt. Das waren der Kühler, Motorabdeckung, Bremsen und Getriebeteile. Alle anderen Komponenten mussten leicht angepasst werden. Manche Veränderungen trugen eher Feinschliffcharakter zur leichteren und günstigeren Fertigung. Zum Beispiel der Turm des BW1 KP besaß sehr viele genietete Baugruppen. Diese wurden in der Serie durch Geschweißte ausgetauscht. Nieten blieben nur an den Lückenbefestigungen und an den Kommandeurskuppeln. Die Kommandeurskuppel wurde nach Vorbild vom Panzerkampfwagen 3 Ausführung B geändert. Da dessen Turm auch von Krupp entwickelt wurde, war das kein Problem. Die Warne wurde auch kaum geändert. Was stark auffällt, sind veränderte Sichtgeräte. Sie wurden vom leichten Panzerkampfwagen 2 Ausführung A geliehen. Die Panzerung blieb im Bereich des BW 1KP und schützte nur vor Gewehrkugeln. Der Boden wurde etwas verbessert. Der Hauptteil der Verbesserungen hatte eine bessere Arbeitslage für die Mannschaft zum Ziel. Der Großteil davon befand sich im Inneren. Statt des 10-Liter-Motors Maybach HL100 bekamen die Serienpanzer den Maybach HL108 TR mit einem Hubraum von 10,8 Liter und einer Leistung von 230 PS. Als Getriebe wurde das ZF SFG75 eingesetzt. Mit dem neuen Kraftpaket betrug die Höchstgeschwindigkeit der 18-Tonnen-Maschine 32,5 km/h. Es ist zwar nicht sehr schnell, aber für einen Unterstützungspanzer absolut ausreichend. Etwas überarbeitet wurden die Antriebs- und die Spannrollen des Fahrwerks. Die ersten zwei Panzerkampfwagen 4 Ausführung A wurden am 29. November 1937 abgenommen. Aufgrund der Analyse der Maschinen durch das Waffenamt kam es bereits im Dezember zu den ersten Überarbeitungen. Im Bericht vom Oberleutnant Olbrich wurden 30 verschiedene Defekte aufgezählt. Krupp war nicht überall einverstanden, doch das Munitionslager musste überarbeitet werden und der Munitionsvorrat von 140 auf 122 Schuss verkürzt werden. Aufgrund der notwendigen Überarbeitung verzögerte sich die Übergabe an die Truppe um mehrere Monate. Es wurde der für die Flak-MG gedachte Schwenkarm entfernt. Seine Konstruktion war nicht gelungen und da man ihn nur vom Boden aus bedienen konnte, war auch der Schwenkbereich sehr schmal. Die letzten 5 Maschinen der ersten Serie, die im Grusonwerk gebaut wurden, konnten nicht fertiggestellt werden, da die Lieferanten der Warnen, Harcourt und Eiken GmbH und die Eisen- und Hüttenwerke AG im Lieferverzug waren. Inzwischen war man in Magdeburg schon soweit, die zweite Serie der BW, auch Panzerkampfwagen 4 Ausführung B genannt, zu produzieren. Kurzerhand entschied man, die letzten 5 Maschinen der ersten Serie mit den Warnen der zweiten Serie zu bauen. So kam es dann auch. Die letzten im Grusonwerk gebauten BW der ersten Serie hatten Warnen der zweiten Serie. Die Türme und der Turmunterbau waren noch die alten. Problematisch war das, da die Warne bereits gegen 20 mm Kanonen geschützt war, aber die Türme nur gegen Gewehrkugeln. Der Spanische Bürgerkrieg, der 1936 anfing, brachte viele Korrekturen in den Panzerbau. Plötzlich stellte sich heraus, dass eine 14,5 mm Panzerung nicht ausreichend ist. Die größte Gefahr für die Panzer stellten die Großkaliber MGs dar und automatische Kanonen. In dem Bürgerkrieg wurden auch von beiden Seiten aktiv die Panzerabwehrkanonen der Kaliber 37 bis 45 mm verwendet. Dass Deutschland selbst die 37 mm Pak nach Spanien geliefert hat, wurde dabei glatt vergessen. Erst später im Zweiten Weltkrieg wird sie als Panzeranklopfkanone bezeichnet, wegen der fehlenden Wirkung im Ziel. In Spanien jedoch war ihre Leistung ausreichend, um alle vorhandenen Panzer auf eine Distanz bis zu 1000 Meter zu durchschlagen. Daher änderten sich 1937 die Anforderungen an die Panzerungsdicke. Im Oktober 1937 bekam Grusonwerk eine Bestellung für 42 Panzer der zweiten Serie des BW oder Panzerkampfwagen 4 Ausführung B.
Den Turmunterbau dieser Variante erprobte man davor auf dem Versuchsträger BW-2KP. Wegen der auf 30 mm gestiegenen Panzerung entschied man, auf den Warn-MG zu verzichten. Stattdessen bekam der Funker ein neues Sichtgerät und eine Pistolenöffnung rechts daneben. Als Bewaffnung wurde ein MP-38 bestimmt. Auf 30 mm Dicke stieg auch die mittlere Frontplatte der Wanne. Die untere Platte verdickte sich auf 20 mm. Die Seitenpanzerung blieb beim alten Wert. Der Fahrer bekam ein neues, besser konstruiertes Sichtgerät. Der Turm wurde ebenfalls geändert. Auf die abnehmbare Kanonenblende musste verzichtet werden. Der Schutz der Kanone wurde leicht verändert. Die Pistolenöffnungen im Turmheck wurden verstärkt. Die Kommandeurskuppel wurde verbessert. Die Frontpanzerung wurde ebenfalls auf 30 mm angehoben. Die Motorleistung wurde für ungenügend erklärt und ein neuer verbaut. Der Motor HL120 TR mit 265 PS, der später zum zahlreichsten deutschen Panzermotor wurde. Er bekam das Getriebe ZF-ZZG-76. Dieser neue mit 12 Liter Hubraum beschleunigte die Maschine auf 42 km/h. Munitionsvorrat musste wieder verkleinert werden und betrug nun 80 Schuss. Dadurch wollte man die um eine halbe Tonne gestiegene Masse wieder reduzieren und aber auch das Herausfallen der Munition auf der rechten Seite aus dem Munitionslager, was häufig passiert ist, wieder beheben. Die ersten Panzerkampfwagen 4 Ausführung B wurden im Mai 1938 abgenommen. Ein Teil davon hatte aufgrund der vorher beschriebenen Mischung der Wannen und Türme jetzt die verspätet gelieferten Ausführung A-Wannen, die nur Schutz vor Kugeln boten. Die Türme hatten aber schon den Schutz gegen 20 mm Kanonen. Im September wurde gemeldet, dass es wieder zu Lieferverzug bei den Wannen kommt. So wurde der Kaufvertrag verändert. Einen Teil der Wannen baute jetzt Harcourt und Eiken GmbH und einen Teil Eisen- und Hüttenwerke AG. Doch diese Wannen wurden nicht bei den Panzerkampfwagen 4 Ausführung B, für die sie eigentlich bestimmt waren, verwendet. Diese Panzer bekamen die Wannen, die für die Ausführung C Maschinen bestimmt waren. Die Panzerungsdicke änderte sich jedoch von B zu C nicht, von daher gab es hier keinen Panzerungssalat. Die letzten Ausführung B wurden im Oktober 1938 geliefert. Anfangs 1937 hatte der Heinrich Knipkamp geplant, den deutschen Panzerbau zu rationalisieren. Dieser Gedanke war nicht unbegründet, denn zu dem Zeitpunkt hatte Deutschland zwei mittlere Panzer, die sich sehr ähnlich waren und hauptsächlich nur durch Bewaffnung unterschieden. Knipkamp hatte angedacht, den Turm des BW auf die Wanne des ZW der vierten Serie, der in der Zukunft Panzerkampfwagen 3 Ausführung E genannt wird, aufzusetzen. Im Juni 1937 wurde Krupp informiert, dass die zweite Serie des Panzerkampfwagen 4 die letzte sein wird. Doch dann wurde Knipkamp durch die Realität wieder eingeholt. Es konnte nämlich die Erprobung des ZW der vierten Serie erst Frühjahr 1938 starten. Dadurch stand das Rüstungsprogramm auf dem Spiel. Die Herstellung des Panzerkampfwagens 3 lief sehr zäh und blieb bis zum Juli 1939 bei unter 10 Panzer im Monat. Die richtige Massenfertigung des ZW konnte erst nach Kriegsbeginn im Oktober anlaufen, also blieb die einzig vernünftige Lösung, den BW weiterzubauen. Die dritte Serie des BW, also die Ausführung C, konnte bereits im Oktober 1937 von Krupp durchgesetzt werden. Panzerkampfwagen 4 Ausführung C unterschied sich kaum vom Vorgänger. Was zuerst auffällt, ist die Panzerung des Koaxial-MGs. Dazu wurde der Verschluss der Motorabdeckung geändert und die Luftzufuhr am Turmdach. Weitere Änderungen kamen bereits während der Produktion. Zum Beispiel die Kommandeurskuppel vom Panzerkampfwagen 3 Ausführung E und den verbesserten Motor Maybach HL120 TRM mit verbessertem Zündungssystem. Das Sichtgerät des Fahrers bekam eine Schutzblende. Die ersten Ausführung C wurden im Oktober 1938 hergestellt. Dabei bekamen die ersten 30 Maschinen die Wanne aus der zweiten Serie des BW. Die Herstellung lief sehr schnell im Vergleich zum Panzerkampfwagen 3. Die letzten 10 Panzer verließen das Grosonwerk im August 1939, wonach es zu einer Pause von einem Monat kam. Insgesamt wurden von der dritten Serie 140 Maschinen gebaut. 6 davon wurden in Brückenleger 4 umgebaut. An diesen Arbeiten war die Firma Magirus beteiligt. Die Probeläufe verliefen nicht gut und die Maschinen wurden in Kampfpanzer umgebaut und an die Truppe geschickt. Zum Umbau mussten aber die Turmunterbauten vom Panzerkampfwagen 4 Ausführung E hergenommen werden. Aufgrund der aus der Truppe kommenden Rückmeldungen wurden verschiedene Verbesserungen in die Konstruktion eingefügt. Eine davon war das Hinzufügen des Granatenwerfers ab August 1938. Dieser wurde im Heckteil aufgebaut.
Ebenfalls war das Hinzufügen einer speziellen Abhalterung auf der Kanone, die das Abschießen der eigenen Antenne verhindern sollte. Diese konnte im Gefecht abgesenkt werden, doch das wurde nicht unbedingt immer gemacht. Aber diese Abhalterung wurde nicht auf jeder Maschine montiert. Als Ergebnis der Verzögerung bei der Herstellung des ZW hatte die Truppe nur 51 Panzerkampfwagen 3 beim Einmarsch nach Polen. Von den BW waren ganze 198 Stück vorhanden, also waren fast viermal mehr Unterstützungspanzer vorhanden als von den mittleren Panzer, die sie unterstützen sollten. Vorgesehen war pro leichte Panzerbataillon 8 Panzerkampfwagen 1, 6 Panzerkampfwagen 4 und nur 3 Panzerkampfwagen 3 zu haben. Eine mittlere Panzerbataillon sollte laut vorgegebener Struktur 5 Panzerkampfwagen 3 und 14 Panzerkampfwagen 4 haben. In der Praxis wurde die Anzahl der Panzerkampfwagen 4 in den leichten Panzerbataillonen bis auf 3 bis 5 Stück reduziert. Letztendlich stellte sich heraus, dass der Unterstützungspanzer der beste deutsche Panzer der polnischen Kampagne war. Eine passable Beweglichkeit kombinierten sie mit einer hohen Feuerkraft der 75mm Kanone. Auch die auf 30mm angehobene Panzerung war sehr gelegen. Trotzdem entsteht der Eindruck, dass die Truppenleitung keinen richtigen Fazit aus dem Polenfeldzug in Bezug auf die Panzerkonstruktion gezogen hat. Denn die Polen besaßen ungefähr 1000 Stück von den 37mm Kanonen WZ-36, die eine Lizenzversion der schwedischen Infanteriekanonen M34 von Bofors waren. Diese Kanonen gab es bereits in Spanien. Es war also keine Überraschung. 30mm Panzerung konnte diese Kanone aus über 500 Meter Entfernung durchschlagen. Dabei war sie klein und schwer zu entdecken. Ebenfalls wurde das Risiko der Seitentreffer im Waffenamt unterschätzt. So wurde eine Panzerkampfwagen 4 Ausführung B unter dem Kommando von Leutnant Viktor Albrecht IV. Am 18. September 1939 durch eine TKS-Tankette mit 20mm automatischen Kanonen und unter dem Kommando von Roman Orlik abgeschossen. Die Seite unter dem Turm wurde getroffen und das Munitionslager explodierte. Das war kein Einzelfall. Insgesamt wurden etwa 20 Panzerkampfwagen 4 verloren. Eines der Hauptprobleme des Panzerkampfwagen 4 war das praktisch rund um den Kampfraum angeordnete Munitionslager. Es war schwieriger, ihn nicht zu treffen, als ihn zu treffen. Dabei bestand die Masse der vorhandenen Schüsse aus Sprenggranaten, was die Wahrscheinlichkeit der Explosion steigerte. Aus diesem Grund führte die Panzerkampfwagen 4 ab dem Polenfeldzug die traurigen Charts der spektakulärsten abgeschossenen deutschen Panzer an. Ihre abgeflogenen Türme stellten ein verbreitetes Bild dar. Doch das Einzige, was unternommen wurde, war die Erhöhung der Seitenpanzerung auf 20mm auf dem Panzerkampfwagen Ausführung D. Die Ernüchterung kam im Mai 1940. Ganz plötzlich und völlig überraschend erfuhr die Wehrmachtsleitung, dass auch die Franzosen Panzerabwehrkanonen besitzen. Und davon nicht nur einige wenige, sondern viele Tausende, für die eine 30mm Panzerung überhaupt kein Problem darstellt. Außerdem kamen die Kanonen der deutschen Panzer überhaupt nicht mit dem Char B1 Bis zurecht. Dabei trafen sich häufig auf diese, da es um die 400 Stück davon gab. Aber auch danach wurde die Frage zur Steigerung der Panzerung erst am Anfang 1941 in die Praxis umgesetzt. Jedoch wurde auch dann keine Modernisierung der Vorkriegsvarianten des Panzerkampfwagen 4 durchgeführt. Nur ein Teil der Maschinen bekam im Februar 1941 eine Zusatzpanzerung von 30mm für die Frontplatte, so stieg diese auf 60mm. Dabei blieb die obere Platte bei ihren 30mm. Die Trefferrate auf diese war aber sehr hoch. Ab März 1941 wurden die Panzer mit den sogenannten Rommelkisten ausgestattet. In dieser Form liefen die Panzerkampfwagen 4 der frühen Serien zuerst auf die Balkanhalbinsel und danach in die UdSSR. Die Vorkriegsausführungen der Panzerkampfwagen 4, die nach den Gefechten des 1941 übrig blieben, wurden zu Schulungszwecken übergeben. Ein paar Maschinen landeten in der 21. Panzerdivision in der Normandie. Dort kämpften sie zum letzten Mal. Keine einzige Vorkriegsmaschine des BW schaffte es bis zu unseren Tagen. Im Großen und Ganzen war der BW von Krupp eine gelungene Maschine. Bereits zu Beginn der Herstellung war die Anzahl der Kinderkrankheiten vergleichsweise gering. Niemand im Waffenamt konnte voraussehen, dass die Nischenmaschine, die eigentlich nur der Unterstützung dienen sollte, ein Langzeitprojekt wird und nicht nur andere Vorkriegsprojekte überleben wird, sondern auch andere Maschinen, die bereits während des Krieges entwickelt wurden. So Freunde, das war nur der zweite Teil zur Entwicklungsgeschichte des Panzerkampfwagens 4 und es sollen noch weitere mindestens 2 Teile, höchstwahrscheinlich noch 3 Teile folgen und deswegen
Damit sich die Arbeit für mich lohnt und ich sehe, dass ihr Interesse an der Fortsetzung habt, möchte ich von euch einen Daumen hoch haben unter dem Video und einen Kommentar. Ich sag mal, wenn die Anzahl der Daumen hoch 300 erreicht hat, setze ich mich an den nächsten Teil ran. Sonst lohnt sich die Arbeit für mich nicht besonders, wisst ihr? Deswegen vielen Dank schon mal im Voraus und danke euch auch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Bitte, wie gesagt, das Video verbreiten überall. Schickt das Video eurer Mama, eurer Oma und eurem Großvater und eurer Schwester. Auf jeden Fall, die sollen alle Daumen hoch setzen und einen Kommentar schreiben unter dem Video. Das hilft mir wirklich sehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.